Nächste Training. Gestern war ja Oberkörpertraining. Wir haben gestern viele Variationen von der Liegestütz gemacht, also von den Push-Ups gemacht. Arme breit, eng weit, die Füße auf dem Stuhl, die Hände auf dem Stuhl. Und ihr habt gemerkt, bei jeder dieser Übungen werden doch wieder andere Muskelgruppen angesprochen. Und ich merke vielleicht jetzt, wie ich das gestern gut trainiert habe, als Variation mit den anderen Übungen aus dem 30-Tage-Plan vorher, merke ich doch, oh, tatsächlich, diesmal doch mehr Trizeps, doch mehr Brustmuskulatur oder vielleicht auch ein bisschen was in der Schulter, merke ich also schon, wenn ich meine Arme anders halte. Heute haben wir nicht den Push-Up, heute machen wir den Squat, also die Kniebeuge machen wir heute. Beinmuskulatur, und zum Bein gehört natürlich auch Waden dazu, die wird auch mit trainiert, wird meistens immer vernachlässigt, aber Prophylaxe, Thrombose, Blutkreislauf habe ich auch schon mal angesprochen, ist also ganz wichtig, dass der Muskel gerade, der am weitesten entfernt ist vom Herzen, dass der gut trainiert ist, dass ich durch meine Wade natürlich auch durch die Muskelpumpe mein Venenblut wieder in den Kreislauf zurückbekomme, nicht zu viel medizinisch, aber eine wichtige Sache, deswegen wird auch Wade trainiert. Squat, Kniebeugen. Ich mache mal ganz klassisch vor. Ihr wisst, immer wenn ihr trainiert, habt ihr euch warm gemacht. 7 bis 15 Minuten. So, und jetzt mache ich mal verschiedene Übungen vor. Also, der Squat ist mir also die Kniebeuge in der Form hier. Ne? Gesäßmuskulatur, also Arsch, Strecker, Beuger, Wade wird mittrainiert. Machen wir das mal ganz klassisch. Ihr geht nach unten, 90 Grad. Ich habe meine Knie hinter den Fußspitzen gebracht, Rücken ist gerade, halte das, jawohl, diese Position ein, Füße ganz auf dem Boden, lieber so ein bisschen mehr Gewicht aus den Fersen als nach vorne, also ein bisschen nach hinten und dann nach oben. Noch einmal, ich gehe vor, runter, 90 Grad und komme nach oben. Deswegen habe ich hier mal mir eine Box hingestellt, die habt ihr nicht, aber ihr habt einen Stuhl vielleicht zu Hause. Das sind tolle Hilfsmittel, weil hierdurch, ich hoffe, ihr seht mich noch im Video, weil das ist ja mal eine tolle Sache, wenn man eine genaue Position hat, wo man also hin muss. Viele machen dann natürlich dann die Kniebeuge und sagen, oh ja, anstrengend. Aber wenn wir jetzt eine Position haben, wo wir den Po berühren müssen, können wir also hier hingehen, runter, leicht nur berühren und dann nach oben. Und jetzt merkt ihr, jetzt müsst ihr nämlich auch mal über diesen schwierigen Punkt kommen, jawohl. Und auch wieder Gewicht auf die Fersen lassen, genau, und nach oben, Belastung nach oben ausatmen. Ganz klassisch. Dafür ist diese Box top. Oder auch ein Stuhl reicht natürlich auch. Sumo, kennt ihr aus dem japanischen Ringersport? Sumo-Stellung, das heißt, der Sumo-Krieger steht ja immer so weit auseinander, machen wir jetzt auch. Innenseite, Adduktoren, Innenseite, Oberschenkelmuskulatur, die wollen wir natürlich auch mal schön stabil und schön hart halten, das wollen wir auch trainieren. Ist immer schwierig, die zu trainieren, aber in der Position ist das top. Jetzt bleibt ihr gerade, Hände ruhig nach hinten und geht jetzt hier so weit es geht nach unten. Und ihr merkt jetzt und ich merke jetzt sofort eine ganz andere Muskulatur. Sehr gut, ihr geht unten und könnt auch halten, Hände nach hinten, Oberkörper gerade, Brustbein geht zur Decke und ihr merkt jetzt, oh, eine ganz andere Variation. Ich mache es nochmal von der Seite vor, so, schön weit auseinander, leicht plié wie im Ballett stehen, Knie gehen zu den Fußspitzen und ihr geht runter und kommt nach oben. Bei den Übungen, die wir jetzt im Moment machen, wenn wir kein Schnellkrafttraining machen, arbeiten wir in einem Rhythmus 21, 22, 21, 22. Nach unten langsam und nach oben langsam. Und hier merkt ihr wunderbar Innenseite, Oberschenkelmuskulatur. Dritte Variante. Wir bleiben nur mal enger als schulterbreit, enger. Jetzt wird es ziemlich schwierig fürs Gleichgewicht. Und jetzt gehen wir tief nach unten und kommen hoch. Ich gehe noch ein Stückchen enger. Ich mache das hier vor, ihr seht, meine Füße sind jetzt ziemlich eng. Jetzt muss ich eine gute Beweglichkeit haben in meinem Fußgelenk. Komm runter, halte Gleichgewicht und komme wieder nach oben. Jawohl. Runter und komme nach oben. Jawohl. Tolle Variante. Für die, die so ein bisschen mehr Beweglichkeit haben,
schulterbreit. Und jetzt gehen wir mal tiefer als 90 Grad. Keine Sorge, ist überhaupt nicht gesundheitsgefährdend, wenn ihr keine großen Probleme im Knie habt. Keine Sorge, könnt ihr machen. Das Knie kann das. So, jetzt gehen wir hier runter. Bleiben in der Position, hier hin. Und kommen dann nach oben. Dadurch verändert sich natürlich der Zug auf den Muskel total. Ihr sollt aber hierbei, wichtig, wieder die Füße auf den Boden haben. Rücken ist gerade. Genau. Und wir verlegen so ein bisschen das Gewicht immer auf die Ferse und gehen dann nach oben. Schön tief. Ich mache es mal von vorne vor. Mehr als schulterbreit. Tief runter in dieser Position. Jawohl. Und jetzt haben wir eine wunderbare Spannung auch in unserer Gesäßmuskulatur und gehen dann nach oben. Und schon wird das eine ganz andere Übung als eine normale Squat. So, nicht ohne Hilfsmittel. Hier wieder meine Bank. Normaler Stuhl wackelig nicht nehmen. Nehmt irgendwas, was wirklich stabil ist. Eine Parkbank ist immer top. Ein Fuß drauf, ganz drauf den Fuß. Und jetzt geht ihr nach oben und nach unten. Und hoch und runter. Und hoch und runter. Das würde ich auch im Wechsel. Hoch und runter. Und hoch und runter. Hierbei haben wir natürlich immer Variationen, die wir nehmen können. Top Sache, wie Treppensteigen. Wer das nicht kann, macht ein einfaches Treppensteigen. Und Treppensteigen ist immer eine tolle Übung für die Beinmuskulatur. So, hier der Ausfallschritt. Genau. Und jetzt sehen wir auch hier, passt auf, meine Füße, ich habe die jetzt schulterbreit. Und gehe jetzt mit meinem rechten Bein nach außen, aber bleib in der Position. Also ich gehe jetzt nicht nach hier hin, dass ich nachher wackelig stehe, sondern ich gehe gerade nach hinten, dass ich meine Position hier immer schön weit habe. So habe ich eine viel bessere Stabilität. Ich bleib gerade stehen und jetzt das vordere Bein beugt sich, schaut her. So, es kommt fast von meinem hinteren Bein das Knie auf den Boden und ich gehe jetzt nach oben. Jetzt trainiert man einseitig nur das Bein, hier vorne wird trainiert, hier drücke ich mich raus. Ich mache es von der Seite mal vor, gleiche Bein, Variation, also bleibt schön weit auseinander stehen. Schaut auf mein Knie, das Knie bleibt hinter meiner Fußspitze. So, ich gehe tief runter, bleib gerade hier hin, habe ihn auch stabil jetzt im Körper und gehe dann nach oben. Das ist die Variation, rechts, links, einbeinig. Ausfallschritt nach vorne zu gehen. Da gibt es auch Variationen, da kann man natürlich bleiben und den Fuß nach vorne fallen lassen, dynamischer zurück. Nach vorne gehen, dynamisch und zurück. Gleich auch, natürlich kann man nach hinten gehen und zurück. Ganz viele Möglichkeiten, das Bein dabei anheben und zurück. Gibt es ganz viele Möglichkeiten, die ihr machen könnt. Beine vorsichtig arbeiten, langsam. Ich heb mal hier meinen Rucksack, den ich heute nicht dabei habe. Gerader Rücken anheben. Ihr könnt natürlich immer auch mit Zusatzgewichten arbeiten. Dafür haben wir einen Rucksack ja genommen. Auch hier, Rucksack kann auf dem Rücken getragen werden. Der kann aber auch einfach nur festgehalten werden. Oder zwei Wasserflaschen festhalten und sagen, Mensch, ich will ein bisschen Gewicht steigern. Mehr Gewicht, weniger Wiederholung, überhaupt kein Problem. Aber hier auch vorne halten und in allen Variationen, die ich euch gerade gezeigt habe, könnt ihr damit trainieren. So, jetzt haben wir ja gesagt, und ich habe gesagt, Wade. Ganz einfach im Stehen, Ferse und nach oben hin. Ganz einfach Übung für die Wade zu machen, jawohl. Genau. Jetzt wird es schwieriger. Nehme ich mal einen Stuhl als Hilfe. So, halte ich mich leicht fest. Jetzt bleibe ich nur auf meinem, nein, diesmal rechten Bein stehen und gehe jetzt hier nach oben. Ihr seht, ich hebe immer die Ferse an. Jawohl. Fußspitze anheben. Und komm schön nach oben. Genau. 3, 2, 1. Ich mache es nochmal anders vor. Wenn ihr an der Treppe stehen solltet, ich hoffe, man sieht mich hier noch. Wenn ihr an der Treppe stehen solltet, könnt ihr auf eine Erhöhung gehen, euch festhalten, Treppenstufe. Und jetzt hier, ah, das ist nicht stabil genug. Mal gucken, doch vielleicht, so, ah, so ist besser, genau. Hier in der Position bleiben, so. Und jetzt kann man tiefer gehen, seht ihr?
Meine Fersen sind tief, ich dehne meine Achillessehne und komme nach oben. So, und komme nach oben. Genau. Genau. Sehr schön. Jawohl. Und so habe ich nämlich gleichzeitig immer wieder auch meine Wade trainiert. Bei allen Übungen des Squats, der Kniebeuge, bei den Standardübungen. Wenn ihr runtergeht und kommt nach oben, könnt ihr immer wieder auf die Fußspitze gehen und die Wade mit trainieren. So, muss ich hinsetzen. Anstrengendes Training heute. Also das dazu. Beine, Variationen, ein Bein, zwei Beine, Sumo-Stellung, mit Gewicht, ohne Gewicht, Füße eng. Hier wieder, schaut mal, was ihr dann da an Übungen euch selber entwerfen könnt. Achtet dann auf die Sicherheit. Achtet darauf, dass die Treppe halt sicher steht oder euer Stuhl. Versucht bei den Kniebeugen immer, die Knie hinter den Fußspitzen zu lassen, also geht nicht nach vorne. Und macht die Übung zum ersten Mal, auch wie gestern, den Push-Up, die Liegestütze, erstmal langsam in den Rhythmus 21, 22, Wiederholungszahl erhöhen, aber langsam arbeiten. So, das war jetzt Beinmuskulatur, Oberkörper haben wir, morgen kommt das Lauftraining.